Es gibt wieder spannende Neuigkeiten aus dem Bereich Space. Genauer gesagt hat nämlich das Unternehmen Apple, eines der größten Unternehmen der Welt, hier eine relativ hohe Investition getätigt in eben entsprechende Satellitenunternehmen. Und in diesem Video werden wir uns drei dieser Unternehmen anschauen. Zwei Unternehmen werden in der kommenden Woche ihren Quartalsbericht veröffentlichen, was natürlich für uns besonders interessant sein könnte. Also auch dieses Mal könnte es sich lohnen, bis zum Schluss dran zu bleiben. Und wenn dir diese Inhalte gefallen, dann teile sie gerne mit deinen Freunden, lass einen Kommentar da und ein Like. Das wäre ein phänomenaler Support für diesen Kanal. Werfen wir zuerst einen Blick auf diese Investition, die Apple tätigt. Das Unternehmen Apple hat sich nämlich direkt an einem Unternehmen beteiligt, namens Globalstar. Globalstar ist ein Betreiber von Satellitennetzwerken und hat hier bereits bestehende Kontrakte mit Apple am Laufen. Diese Zusammenarbeit wird nun allerdings vertieft. Apple hat hier zum einen eine direkte Investition bei dem Unternehmen in der Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar getätigt, was dem Unternehmen einen Anteil von rund 20% an Globalstar zusichert. Des Weiteren hat man auch noch gestaffelte Vorauszahlungen gesprochen in der Höhe von rund 1,1 Milliarden US-Dollar, damit eben das Unternehmen Globalstar ihre Satellitennetzwerke auffrischen kann, sprich eben dort die neueste Technologie in den Umlauf bringen kann und natürlich auch das bestehende Netzwerk aufrechterhalten kann. Also eine sehr spannende Investition, die von Apple hier getätigt wird. Apple hat bereits jetzt eine relativ hohe Kapazitätsauslastung bei dem Netzwerk von Globalstar. Sie haben sich dort auch diese Kapazitäten gesichert mit entsprechenden Kontrakten. Und was das Unternehmen Apple in der Zukunft mit diesem Netzwerk vorhat, ist derzeit noch nicht ganz klar. Derzeit ist die Nutzung von diesen Netzwerken lediglich das Notrufkonzept auf den iPhones. Allerdings könnte es hier durchaus sein, dass man eben in weitere Bereiche expandiert, weil ja eben diese technologische Entwicklung auch immer weitere Bereiche erschließt, die dann eben wirtschaftlich sein können. Also eine sehr spannende Entwicklung, nicht zuletzt sicherlich auch vorangetrieben durch das Unternehmen SpaceX mit ihrem Satellitennetzwerk Starlink, die auf diesem Bereich sicherlich eine Pionierarbeit geleistet haben. Wenn wir einen Blick auf die Aktie von Globalstar werfen, dann wird das Unternehmen derzeit mit rund 3,7 Milliarden US-Dollar bewertet und wie es hier zu sehen ist, hat die Aktie stark reagiert auf die Ankündigung von der neuen Apple-Beteiligung. Also das ist sicherlich eine sehr erfreuliche Entwicklung für das Unternehmen Globalstar. Wenn ihr dazu genauere Inhalte wünscht, schreibt es gerne in die Kommentare, dann schauen wir uns dieses Unternehmen ebenfalls mal an. Es ist allerdings so, dass die beiden weiteren Unternehmen in der anstehenden Woche ihren Quartalsbericht veröffentlichen werden. Daher schauen wir uns diese etwas genauer an. Zum einen wäre hier das Unternehmen MDA Space. Dieses Unternehmen kommt auf eine Gesamtbewertung von 3,1 Milliarden kanadischen Dollar und wird mit einem derzeitigen Kursgewinnverhältnis von über 67 gehandelt. Allerdings finde ich das Unternehmen sehr interessant, denn das Unternehmen ist ein Produzent von Satelliten und diversen weiteren Ausrüstungen für das All, beispielsweise Roboter oder Sensoren. Also man hat hier ein sehr breites Produktportfolio und bringt auch relativ lange Expertise aus diesem Bereich mit. Und was ich bei diesem Unternehmen sehr spannend finde, ist die Entwicklung bei den operativen Cashflows. Wenn wir uns das betrachten, dann hatte das Unternehmen im letzten Quartal einen operativen Cashflow von 149 Millionen kanadischen Dollar und das war eben eine sehr steile Entwicklung, wenn man bedenkt, dass man im Jahr davor einen operativen Cashflow hatte von knapp 39 Millionen. Danach hatte man im September 2023 einen negativen operativen Cashflow, sowie auch beim Dezemberquartal. Man hatte dann im Märzquartal 2024 einen positiven operativen Cashflow von 25 Millionen. Und nun eben diese steile Entwicklung gegen oben mit diesen knapp 150 Millionen kanadischen Dollar sowie auch beim freien Cashflow einen Wert von knapp 128 Millionen Dollar. Also das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung bei der operativen Entwicklung von dem Unternehmen MDA Space. Das Unternehmen hat zuletzt auch ihre Kapazitäten weit ausgebaut in Kanada, damit sie eben diese sehr starke Nachfrage nach Satelliten befriedigen können. Denn die Nachfrage nach Satelliten scheint hier von einigen Unternehmen sehr groß zu sein. Es gibt verschiedene Unternehmen aus verschiedenen Branchen, die hier entsprechende Satelliten positionieren möchten, um eben ein solches Netzwerk zu betreiben, wie wir es gesehen haben bei der Investition von Apple beispielsweise. Also ein sehr spannendes Unternehmen. Das Unternehmen MDA Space ist auch seit längerem profitabel unterwegs. Wenn wir das bei den Erträgen anschauen, dann hatte man einen Umsatz in der Höhe von 807 Millionen kanadischen Dollar bei einer Marge von 6% mit einem Nettogewinn von knapp 49 Millionen kanadischen Dollar. Und das Wachstum geht auch nun weiter. Im letzten Quartal hatte man ein Wachstum in der Höhe von knapp 24% beim Umsatz
also sehr hohe Wachstumsraten, die das Unternehmen aufgrund von der erhöhten Nachfrage nach Satelliten verzeichnet. Das Unternehmen MDA Space deckt hier also einen sehr wichtigen Teil in der Wertschöpfungskette von den schlussendlichen Services von beispielsweise Apple ab. Wie es in dieser Grafik zu sehen ist, haben sie ein sehr breites Produktportfolio. Was hier allerdings ebenfalls ersichtlich wird, ist, dass sie eben den Bereich mit den Raketenstarts hier ganz rechts nicht abdecken. Und in diesem Bereich arbeitet Globalstar und MDA Space mit beispielsweise SpaceX zusammen, um eben diese Satelliten zu positionieren. Allerdings arbeiten sie in diesem Bereich auch mit dem Unternehmen Rocket Lab zusammen, wie es in dieser Grafik ersichtlich wird. Hier wird sehr gut ersichtlich, dass eben MDA Space und Globalstar einen wesentlichen Anteil von der Pipeline von Rocket Lab ausmacht, also dass zukünftige Umsätze eben mit diesen Unternehmen generiert werden kann. Das Unternehmen Rocket Lab ist natürlich sehr spannend positioniert. Sie haben mit der Rakete Electron eine sehr günstige Variante, diese Satelliten zu positionieren. Das Unternehmen Rocket Lab wird ebenfalls in der anstehenden Woche ihren Quartalsbericht veröffentlichen. Da bin ich sehr gespannt, wie dieser ausfallen wird, ob sie das hohe Wachstum weiterhin halten können. Denn wenn wir uns die Entwicklung von der Aktie betrachten, dann hat das Unternehmen bereits einiges an Kursanstiege vorne weggenommen. Das Unternehmen kommt derzeit auf eine Gesamtbewertung von 6,7 Milliarden US-Dollar und die Performance im 6-Monats-Zeitraum beträgt rund 228%. Also das Unternehmen ist hier auch bereits sehr gut gelaufen, weil es natürlich auch einen sehr wichtigen Teil von diesen Wertschöpfungen abdeckt. Es ist ja so, dass Rocket Lab nur einen kleinen Teil von ihrem Umsatz mit diesen Raketenstarts generiert. Sie haben hier ein sehr breites Spektrum an Produkten und Services bis hin zu Softwareangeboten, die sie eben entsprechenden Kunden machen können. Und da wird es eben spannend sein, wie sich diese Erträge entwickeln werden. Denn das Unternehmen arbeitet ja bereits an der Neutron-Rakete. Mittels dieser Rakete sollen dann höhere Nutzlasten transportiert werden können, was dann natürlich auch den Umsatz gegen oben treibt. Denn wenn man diese Raketenstarts vergleicht, so kostet eben ein Start von der Rakete Electron, die derzeit im Einsatz ist, lediglich rund 8 Millionen US-Dollar und die Starts mit der kommenden Neutron-Rakete werden dann bis zu 60 Millionen US-Dollar kosten. Also dort wird sicherlich ein großes Wachstum beim Umsatz stattfinden und gemäß dem CFO wird dann auch die Profitabilität ein Thema. Ja, wie bereits angekündigt auf diesem Kanal bin ich bei dieser Aktie derzeit investiert. An dieser Position werde ich auch weiterhin festhalten, denn ich bin weiterhin von dem Momentum in dieser Branche überzeugt. Die Positionierung von Rocket Lab ist sehr interessant. Sie haben ein rasantes Wachstum, was sich mit der Einführung von der Neutron-Rakete sogar noch beschleunigen könnte und dadurch auch die Profitabilität kommen dürfte. Was ist deine Meinung? Schreib es gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.